Heute, was geht ab, Leute? Wir sind hier im Kino, am Kino, aber wir wollen uns keinen Film anschauen. Wir wollen meinen ersten. Wie heißt denn der nochmal? Muss mal nachschauen, wie der nochmal heißt. Okay, meinen ersten Cresselia Raid machen. Wurde gestern Abend angekündigt. Wir waren live, also wir waren nicht live, aber wir waren im Livestream und haben auf die Ankündigung gewartet. Ja, und die kam erst richtig, richtig spät. Ja, relativ untypisch, aber neuer Trend von Niantic, dass sie alles sehr spät ankündigen. C-Day wurde jetzt auch noch nicht angekündigt. Normalerweise in der Woche nach dem C-Day. Bisher immer noch keine Spur. Sehr überraschende Ankündigung. Gigantine Urform habe ich gestern vergessen zu erwähnen. War auch im Gespräch. Wie gesagt, Palkia, Dialga, aber nichts davon. Shiny Godon, Shiny Rayquaza, nichts davon. Neuer Cresselia, das Mond-Pokémon anscheinend. Bis 20. Dezember, irgendwie sowas, um den Dreh herum. Und dann für die letzten Tage des Jahres ist es wahrscheinlich noch hoffentlich eine krasse Überraschung. Manche meinen jetzt auch, das ist irgendwie ein Hinweis für Jigachi, weil das ist ja Mond und Jigachi ist irgendwie Stern. Wir lassen uns überraschen, aber wir versuchen jetzt erstmal den hier zu bekommen. Okay, bevor wir mit dem Raid anfangen, müssen wir uns natürlich die Konter anschauen. Cresselia, reines Psycho-Pokémon, hatten wir schon oft. Das heißt, die Top-Konter, Unlicht, Geist, Käfer. Wie gegen Mewtwo, wie gegen Deoxys. Ein Team sollten wir alle bereit haben, sollten wir alle am Start haben. 16,33, 100% ohne Wetterboost. Wetterboost bei Wind, dann 20,41. Ihr seht es in der Infografik, da sind ein paar neue Unlicht-Pokémon und Geist-Pokémon angeblendet, aber an sich, ihr wisst, so Standard. Mewtwo mit Spukball, Gengar jetzt mit Schlecker oder Dunkelklaue. Despotar natürlich immer gut. Pinsir, Cherox, vor allem Pinsir, mein alter Kollege. Mögliche neue Counter. Kram Chef und Snibuna heißt er, glaube ich. Die zwei neuen Entwicklungen von Gen 4 mit dem Sinnohstein. Mehr dazu demnächst. Da hole ich mir meinen zweiten Stein ab und dann schauen wir nochmal, ja, was man sich am besten entwickeln sollte. Was so die stärksten Entwicklungen sind mit dem Sinnohstein. So, los geht's. Der erste Cresselia right hier. In der neuen Ecke. Da war ich. Noch nie fast. Wie sind es? 4,5? Ah ne, 5 sind wir. 6. Ich hab schon lange nicht mehr geradet. Ich hab ewig halt gesehen. Oder Gengar, ja. Oder Gengar ist am besten, glaube ich, ja? Gengar? Ja, bitte schon, ja. Genau. Das werden wir ja direkt hier mal gleich ausprobieren. Und hier ein paar Gengars reinhauen. So. Den vom C-Day muss ich vielleicht noch maxen. Also vom Raid Day. Was haben wir sonst noch hier? Despot als Anker. Wobei, ja, schauen wir mal. So, los geht's. Sieht eigentlich sehr schön aus, das Pokémon. Sehr edel. Ich meine, da sitzen ja Designer. Schon sehr edel. Oh ja. Aurora Beam. Fancy. Sitz übrigens auf der Arena gerade drauf. Die Arena heißt Münchner Buddha oder sowas. Vielleicht bringt er mir Glück, der Buddha. Als ehemaliger Bad Boy Buddha, so hieß ich früher im Spiel. Direkt 100er. Ja.
Okay, jetzt kommen die Gänger. Jetzt kommen die Gänger. Die ja jetzt mehr aushalten, anscheinend. Hälfte der Zeit, nur noch ein bisschen übrig. Geht schon. Von den 6 sind 2 Zweitaccounts. Geschafft. Bin gespannt. Warte. Auf dem Bauch bleiben hier. Das ist so ein dünner Bruder, ist nicht der dicke mit dem Bauch. Ich habe vergessen, was ein 100 ist. 16:33. Ja, dann. Nicht mal die 16 geknackt. Okay. Er bewegt sich nach links und rechts. Das könnte wieder ein bisschen länger dauern mit dem Fahren. Vor allem im Winter, wenn es kalt ist. Nervig. Also, beginnen. Okay. IV-Check. Bester Satz, KP, Defense, Strong. Das war unser erster Cresselia Raid. Nichts Besonderes, aber immerhin, beim ersten Mal drin geblieben. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch lief. Habt ihr schon einen gemacht? Habt ihr schon einen guten gefangen? Abgesehen davon, kommt später noch ein Video. Und zwar wurden die Stops im Zentrum Oberhausen entfernt. Mehr dazu, wie gesagt, später im Video. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.